Hallo und herzlich willkommen auf RC Car Racing. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich ein LED-Kit für den Kyosho Mini Z Suzuki Jimny gebaut habe. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich insgesamt 13 LEDs verbaut. 8 Stück sind 3mm LEDs und 5 davon sind SMD-LEDs. Zuerst habe ich einen kleinen Schaltplan gezeichnet und die Widerstände für die LEDs berechnet. Die ganze Schaltung läuft von 4 AAA-Batterien, also 6 Volt. LEDs würden bei der Spannung natürlich kaputt gehen, deswegen braucht man eben Widerstände, an denen die überschüssige Spannung abfällt. Jetzt mal ein kleiner Crashkurs zu LEDs und Widerständen. Meine LEDs haben folgende Nennspannungen: Rot und Gelb ca. 2,1 Volt und die Kalt- und Warmweißen ca. 3,1 Volt. Von den Roten und Gelben kann man dann jeweils zwei in Reihe, also hintereinander schalten. Das macht dann eine Gesamtspannung von 4,2 Volt. Also müssen quasi noch 1,8 Volt an dem Widerstand abfallen. Der Widerstandswert Ohm wird berechnet, indem er die Spannung, die abfallen soll, durch den Strom, der fließen soll, teilt. Für die roten und gelben sowie die warmweißen LEDs ist das Ziel ein Strom von 5 mA und die kaltweißen Scheinwerfer sollen heller sein und werden deswegen dann mit 10 mA betrieben. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Widerstand der zwei in Reihe geschalteten roten LEDs. Es sollen, wie vorhin berechnet, 1,8 Volt an dem Widerstand abfallen und ein Strom von 5 mA fließen. Macht dann einen Widerstand von 360 Ohm. Den Wert hatte ich leider nicht zur Hand und habe deswegen einen 300 Ohm Widerstand genommen. Macht dann quasi einen Strom von 6 mA. Nah genug dran für unsere Anwendung. So bin ich dann bei allen Strompfaden vorgegangen. Die Berechnungen sind jetzt fertig und es kann endlich ans Löten und Zusammenbauen gehen. Für die orangenen Lichter an der Karosserie habe ich ja SMD-LEDs genommen. Blöderweise hatte ich nur noch ganz kleine da, deswegen wurde das Löten von den verzinnten Drähten an die LEDs eine echte Herausforderung. Man muss aufpassen, dass man die LEDs nicht zu lange erhitzt, weil sie sonst beschädigt werden. Ich habe genau nach Schaltplan gearbeitet, also auch gleich jeweils zwei orangene bzw. die roten LEDs in Reihe gelötet. Im nächsten Schritt mussten die zuvor berechneten Widerstände in die Platine gesteckt und ebenfalls verlötet werden. Die eine Seite aller Widerstände habe ich dann zusammengeführt, das wird unser Pluspol. Für den Minuspol musste ich dann alle Kathoden der LEDs zusammenschließen. Auf der anderen Seite habe ich dann die Anoden, also die Plusseite der LEDs, an den jeweiligen Widerstand gelötet. Jetzt ist die Schaltung komplett und kann an einer 6 Volt Spannungsversorgung ausprobiert werden. Alle LEDs leuchten und wir können zum Einbau weitergehen. An der vorderen und hinteren Stoßstange des Chimneys sind schon Plätze für die 3mm LEDs vorgesehen. Die kann man dann einfach mit einer Spitzzange rausziehen und die LEDs reinstecken. Hier ist mir dann das erste Mal aufgefallen, dass ich die Kabel viel zu kurz bemessen habe. Deshalb empfehle ich, das 1 bis 1,5-fache der Fahrzeuglänge zu nehmen. Die Drähte wurden dann zuletzt mit Klebeband befestigt. Die SMD-LEDs habe ich mit einem Tropfen Heißkleber in der Karosserie an den entsprechenden Stellen befestigt. Das war auch schon alles, jetzt muss die Schaltung nur noch ans Batteriefach gelötet werden, am besten mit Schalter und man kann losfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen oder auch inspirieren. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Video habt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben. Bis zum nächsten Video, ciao!